So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Guide. Ich bin gerade in der Guide-Phase, deswegen zum Beispiel dieses rote Polo-Shirt werdet ihr sehr häufig jetzt in Videos sehen, denn ich werde jetzt gerade ziemlich viele Videos an dem Tag aufnehmen. Deswegen wundert euch nicht, dass ich immer ein rotes Polo-Shirt anhabe, weil die ganzen Videos am selben Tag aufgenommen worden sind. In dem Sinne, was machen wir heute? Beziehungsweise was teile ich euch heute mit? Und zwar, ich möchte euch heute einen kleinen Guide geben im Sinne von: Wie progresst ihr im Game? Was sollt ihr machen? Welche Fortschritte sollt ihr machen? Welche Monster sollt ihr gegebenenfalls farmen? Und wie kommt ihr im Spiel weiter? Denn sehr oft am Stream wird die Frage gestellt: Was soll ich machen? Ja, soll ich TOA machen? Soll ich Giants machen? Soll ich Dragons machen? Welche Monster soll ich Six-Star? Ich weiß es nicht, sag's mir, ja? Und dann sage ich, ich sag's den Leuten zwar auch immer, aber ich will ihnen auch so einen kleinen Input geben, damit sie in naher Zukunft eben auch selber wissen, wie sie das machen, was sie progressen müssen. Und dazu ist dieses Video da. Deswegen, ich gebe euch mal ganz kurz einen Crashkurs, wie ich meines Erachtens produktiv in diesem Spiel voranschreite. Das, was ich jetzt sage, ist kein Must-Have, ja? Deswegen, es ist so gesehen, in Anführungsstrichen, die Meta, die ich euch präsentiere. Denn man kann zum Beispiel. Es geht wirklich. Sehr viele Leute werden dir sagen, und ich werde sie auch sagen, fang mit Giants an, ja, oder fang mit Szenario an. Und es gibt aber auch Spielvarianten, wo ihr zum Beispiel mit Dragons oder mit Necro anfangen könnt, ja. Vor allem mit Dragons, das geht. Es ist nicht falsch. Ihr könnt zum Beispiel auch Giants komplett skippen und mit Dragons anfangen, das geht. Aber ich würde es euch nicht empfehlen, denn es ist sehr viel aufwendiger, sage ich mal, als mit Giants anzufangen. Aber es geht, das will ich nur mal klargestellt haben. Ansonsten, wie fangt ihr an? Am Anfang des Games spielt ihr das Tutorial-Szenario durch, macht die Szenario-Map so gesehen so weit wie möglich nach rechts. Je weiter ihr nach rechts kommt, desto stärker werden so gesehen die Monster, desto besser sind die Runen. Beziehungsweise besser sind die Runen nicht, aber ihr bekommt mehr Erfahrungspunkte, könnt besser leveln und und. Deswegen versucht am Anfang so weit wie möglich zu kommen in dem Szenario. Dann, nächster Schritt ist, farmt euch im Szenario im besten Fall auf Hell. Also die ersten 4, 5 Szenario-Maps auf Hell sind relativ einfach zu schaffen, wenn man zum Beispiel den Lapis sich ein bisschen levelt und dann aus diesem Achievement hier bei Challenge hier gibt es ein Achievement, das, nee, wo war das? Das hier. Und zwar, dass ihr einmal Feynman schafft, auf Normal mit nur einem Monster im Automodus, beziehungsweise mit drei Level 1er Monstern. Dann bekommt ihr hier ein Vampire und ein Revenge Set. Und das haut ihr auf den Lapis drauf und dann ist der Lapis so krass OP. Also der Water Magic Knight. Und der schafft sehr viel bei dieser Map, selbst als 5-Star-Monster, sehr viel alleine, ja, deswegen die ersten 5, 6 Sachen auf Hell sind easy mit dem und die ersten 4, 5 sind sehr wichtig für euch, denn hier bekommt ihr die Core-Runen für euer Giants-Team. Deswegen erster Schritt, Szenario durchspielen, dann Szenario wieder von links nach rechts, versuchen auf Hard durchzuspielen und dann auf Hell. Und zum Beispiel hier bekommt ihr könnt immer gucken, welche Rune ihr bekommt, hier bekommt ihr Energy-Runen. Hier bekommt ihr Fatal Rune, hier bekommt ihr Swift Rune und und. Deswegen der erste Schritt ist, auf Hell die Runensets auf euren Core-Monstern für euer Kairos Dungeon Team, für euer Giants Team zu farmen. Euer Core-Team für Giants ist Shannon bekommt ihr durch die Tutorial-Quests. Bernard bekommt ihr auch durch die Tutorial-Quests. Dann Darion bekommt ihr am Sonntag in der Secret Dungeon. Bella bekommt ihr auch am Sonntag in der Secret Dungeon. Und der letzte Slot ist aktuell euer Lapis. Und zwar, wo ist er denn? Upsa. Hier. Das ist am Anfang euer Core-Team. Mit diesem Team geht ihr in Giants, ihr levelt die Monster hoch, ihr levelt diese Monster so auf, sagen wir mal, so alle so zwischen 3 und 4 Sterne hoch. Wie gesagt, Lapis kann noch gerne dein erster 5-Sterne-Monster werden. Und so macht ihr das durch und farmt euch die Sets zusammen, ja? In dem Fall ganz am Anfang rate ich euch, Shannon baut ihr
auf Swift, Energy mit HP oder HP Accuracy. Dieses Stats, ich meine, ich denke, wenn ihr das Video guckt, seid ihr schon ein bisschen vorangeschritten. Deswegen, wenn ich diese HP Speed Attack bla bla sage, wisst ihr, was gemeint ist. Damit sind immer die Runen gemeint in Slot 2, 4 und 6. Ja, deswegen jedes Monster hat 6 Runen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage HP, Defense, Death, ja, dann meine ich, in Slot 2 sollt ihr HP spielen, in Slot 4 sollt ihr Defense spielen, in Slot 6 sollt ihr Death spielen. Ja, deswegen nur das, um nochmal klarzustellen. Also, die Pixie spielt ihr am Anfang auf Swift Energy oder Swift Focus mit Speed, mit HP oder HP Accuracy. Den Bernard spielt ihr am Anfang auf Swift Energy oder Swift Focus mit Speed HP oder auch Speed HP Accuracy. Den Inogami spielt ihr auch auf Swift Energy oder Swift Focus. Selbe Spiel, Speed HP oder Speed HP Accuracy. Den Light Vagabond, den Darion, den spielt ihr einfach auf irgendwas, was ihr ganz, wo ihr ganz viel Leben und ganz viel Defense habt. Ja, deswegen dreimal Energy könnt ihr spielen zum Beispiel. Ihr könnt aber auch Hauptsache, ihr habt sehr viel Defense. Ich empfehle ganz am Anfang mal dreimal Energy, weil es gibt euch sehr viel Life. Plus die Spells skalieren auf Max HP. Deswegen dreimal Energy mit HP oder auch HP, Defense HP oder Death HP. Das ist echt egal. Den könnt ihr runen, wie ihr wollt. Der ist trotzdem gut. Und letzter Slot ist Lapis. Ganz am Anfang auf Fatal Blade mit Attack. Und wenn ihr, wie gesagt, dieses Szenario gespielt habt mit diesen Vampire Runes, dass ihr die durch das Achievement da bekommt, dann habt ihr eh die Vampire Runes schon fertig, da könnt ihr nicht wählen. Ich glaube, es ist dann Attack, Crit Damage Attack oder ist es Attack auf Vampire? Ich bin nicht ganz sicher. Das ist so der Core. Und diese Runensets farmt ihr euch hier im Szenario und ihr farmt ungefähr so lange das Szenario auf Hell, so die ersten hier 4, 5 Stages, bis alle Runen auf diesen 5 Monstern 4 Sterne sind. Ja? 4 Sterne-Runen und die macht ihr so ungefähr alle so auf plus 6. Wenn sie sehr gut sind, macht ihr sie auf plus 9. Wenn ihr das geschafft habt, dann geht ihr instant in die Kairos Dungeon und farmt Giants 5, vielleicht sogar schon Giants 6, wenn die Runen passen. Ja, deswegen Giants 5, Giants 6. Und dort fängt dann so gesehen euer Farm an. Ja, da fangt ihr an, euch die Runen zu farmen, bessere Runen zu farmen, ab und zu mal eine 5-Sterne-Rune zu bekommen oder ähnliches. Und ganz wichtig, ihr bekommt hier die Despair-Runen, ja, die Qual-Runen. Und versucht so schnell wie möglich an diese Qual-Runen ranzukommen und baut so schnell wie möglich dann eure Shennen, also hier eure Windpixie. Versucht die dann schnellstmöglich auf Despair Energy oder Despair Focus zu bauen. Weil Swift ist zwar nice auf ihr, weil sie ist ein Supporter und sie kann euch schnell ihr buffen, aber das Ding ist, auf Despair ist sie einfach noch besser, weil sie kann mit dem ersten Spell stunnen, plus der zweite Spell ist eine AOE, deswegen das stunnt sie nochmal. Ja, deswegen, sie kann alle Monster stunnen. Das ist hammergeil in Sachen Safetiness und in Sachen Speed, deswegen die schnellstmöglich auf Despair runen. Dann, wie geht's weiter? Ihr macht Giants 5, Giants 6. Werdet immer besser mit Runen, tut eure Monster weiter leveln, tut zum Beispiel Skill-Ups auch reinhauen, schafft Giant 7. Und ab Giant 7 kommt dann so ein Cut, denn wenn ihr Giant 7 schafft zu farmen, ab da könnt ihr die Veromos-Fusion angehen. Heißt, ihr schafft Giant 7 und wenn ihr Giant 7 schafft, schafft ihr in den meisten Fällen auch die ganzen Hall of Magic, Hall of Fire, Hall of Water und, meistens auch alle auf 7. Und 7, finde ich, ist die zweitbeste Stage zum Farmen von Essenzen. Ich finde, das Beste ist 10, das zweitbeste ist 7. Irgendwie erfahrungsgemäß droppen da die meisten. Irgendwie 8 und 9 droppt nicht so gut, keine Ahnung wieso. Wenn ihr also in Giants 7 angekommen seid, farmt eure Monster, eure Fusionsmonster, die ihr braucht, macht sie Grid Dungeon, um die Fusionsmonster zu bekommen und arbeitet an dem Vero. Das wird euch wahrscheinlich so um die, ich vermute schon 4 bis 5 Wochen dann dauern, bis ihr den habt ungefähr. Aber es lohnt sich, denn sobald ihr Vero habt, geht's steil auf. Weißt du, ihr könnt ungefähr so eine Linie ziehen. Am Anfang Szenario Farm geht's so, dann macht ihr so Giants 5, Giants 6, dann geht's ungefähr so.
Ja, dann kommt sehr lange Zeit Giant 7 farmen, beziehungsweise Essence Hold farmen, Monster leveln, das dauert dann so. Und sobald ihr Werdo habt, bam, ja, geht eigentlich das Game richtig los, sage ich mal. Ihr könnt zwar auch ohne Werdo das alles machen, aber Werdo vereinfacht es wirklich so stark, vor allem auch dann auch später im Dragons Team, deswegen ich würde jedem empfehlen, Werdo Moss zu leveln. Wenn ihr Werdo Moss habt, spielt ihr den am Anfang auf Swift mit Speed, HP, HP. Oder auch, ja, Speed, HP, HP. Und tut dann euren Lapis raus. Das heißt, das Team ist dann Veramos, Darion, Bella, Shennen, Bernard. Und das ist übrigens auch euer Giants 10 Team. Das heißt, ihr spielt dieses Team so lange, tut so lange Runen upgraden, mehr Speed haben, mehr Accuracy, mehr Leben, mehr Skill-Ups und und. Bis ihr Giants 10 schafft und Giants 10 farmt ihr dann aktiv weiter und da werdet ihr sehr lange farmen. Giant Spam, Giant Spam, Giant Spam. Und jetzt geht's weiter. Wie progresst ihr weiter? Wann geht ihr nach Dragons oder wann geht ihr nach Necro oder was macht ihr? Während ihr Giants 10 farmt, bekommt ihr auch die Sperren und weiter und so weiter. Deswegen, ihr spammt sehr lange Giants, deswegen mindestens so 2-3 Monate, mindestens. Und während ihr das macht, könnt ihr parallel TOA auch spielen. Ja? Also ihr macht einerseits TOA Normal und Giants 10. Ja? Und da ihr in Giants auch diese Disperrungen bekommt, die sehr wichtig sind in TOA, progresst ihr so gesehen auch in TOA weiter. Wenn ihr ungefähr das ganz normale Standard-Team in Giants dauert vermutlich am Anfang so 4 Minuten oder so. Ihr tut es so lange upgraden, ihr tut so lange Giants farmen, bis ihr ungefähr eine Zeit habt von 2,5 Minuten. Ungefähr 2,5 Minuten, im besten Fall sogar 2 Minuten. Wenn ihr bei diesem 2-Minuten-Team angekommen seid, mit diesem Team, was ich euch gesagt habe, und das geht sehr, sehr, also es geht sehr safe und sehr einfach, das so zu runen, könnt ihr parallel, wie gesagt, TOA progressen und seid in TOA Normal dann bestimmt auch schon so auf 70, 80 sowas ungefähr, ja, solltet ihr ungefähr sein. Heißt, wenn ihr ein Giants-Team habt mit 2 Minuten, wenn ihr TOA so bei 70 bis 80 seid, dann könnt ihr euch so langsam an Dragons ranwagen. Warum sollt ihr Dragons gehen als nächstes und nicht irgendwie Raid oder zum Beispiel Necro oder so? Das Ding ist, für Raid braucht ihr sehr viele Revenge-Runen und für PvP braucht ihr sehr viel Violent Rune vereinzelt und für Necro braucht ihr auch Violent Rune, ja, deswegen ihr müsst so gesehen den Step erst in Dranks machen, weil da gibt es diese Violent Rune erst. Und sehr wichtig ist meine Empfehlung, fangt wirklich an Dragons 10 zu farmen. Fangt nicht an hier mit Dragons 7, Dragons 8 oder so. Macht wirklich so lange Giants, bis ihr wirklich den Sprung von Giants 10 in Dragons 10 schafft. Der Grund ist, selbst wenn ihr es schafft, Dragon 7 zu farmen, Giants 10 ist schneller, ist safer und gibt euch so gesehen in kürzerer Zeit viel bessere Runen, als wenn ihr eure Zeit und Energie in Dragons 7 verschwendet. Ja, weil Dragon 7, da kommt mal sehr seltene Six-Star-Rune, ja, während in Giants 10 sehr häufig Six-Star-Runen kommen, weil einfach auch der Sprung von 7 zu 10 einfach ein krasser Unterschied ist. Deswegen farmt so lange Giants, bis ihr Dragons schafft. Und in meisten Fällen schafft man Dragons 10, wenn man folgende Stats hat. Also das erste Dragons Team bei euch sollte sein, wenn ihr kein Werde habt, Spectra, Vero, Bella, Megan und Sigmarus, den ihr euch dann farmen solltet. Es geht zwar auch mit Teomas. Ich empfehle nicht Teo, weil der hat halt nur Single-Target-DPS und keinen AOE und dann dauern die 4 Stages zu lange und dann dauert der Run zu lange. Teo ging aber auch. Ich würde Sigmus empfehlen, weil der echt, echt, echt krass ist. Und genau, wenn euer Veramos, Bella und Megan auf Swift gespielt 200 Speed ungefähr haben, dann könnt ihr in Dragons gehen, weil ihr braucht in Dragons sehr, sehr, sehr viel Speed, damit ihr das schafft. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel einen Veramos habt mit 180 Speed und einen Bella mit 160 Speed, vergesst es. Das wird nichts. Deswegen
Versucht wirklich in Giants so lange zu farmen, bis ihr diese Caps habt für euer Dragons Team. Ansonsten, ich habe auch in der Videobeschreibung unten einen Giants Beginner Guide, einen Dragons Beginner Guide, einen TUA Beginner Guide, alles verlinkt. Könnt ihr gucken, welche Stats ihr da braucht, um das zu schaffen. Weil sonst wird das Video eh zu lange, als es eh schon ist. Und genau. Dann, wenn ihr den Sprung geschafft habt, solltet ihr auch sehr, ich meine, so vielleicht 3 bis maximal 4 Wochen, nachdem ihr das erste Dragons C-Team geschafft habt, was übrigens ungefähr 3 Minuten dauern sollte, nicht länger, weil sonst lohnt sich es auch wieder nicht, dann solltet ihr Giants weiterfarmen, solltet ihr auch TOA Normal mal clear haben. Das heißt, relativ zeitgleich, wo ihr euer erstes Dragons 10-Team habt, solltet ihr TOA clear haben. Ich würde euch auch raten, baut in Dragons wirklich ein kein Tower-Team, sondern wirklich ein Face-Team. Versucht nicht irgendwas mit Revivern zu spielen oder so, oder auch mit 2 Cleansern. Wenn ihr Dragons 10 schafft in 4 Minuten und Giants 10 in 2 Minuten, Giants 10 ist einfach viel produktiver. Ja, weil ihr einfach doppelt so viel Runs habt in der Zeit, doppelt so viele Runen, das lohnt sich einfach viel mehr. Deswegen, wenn ihr in Dragons geht, den Sprung von Giants in Dragons macht, mindestens 3 Minuten oder weniger und es geht mit dem Spectre Team super. Dann, der Progress geht weiter, ihr macht Dragons, 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 wenn ihr den Sprung geschafft habt. TOA Normal sollte inzwischen dann auf Farm-Status sein. Ihr tut vereinzelte Monster auf Violent umrunen, wie zum Beispiel Vero und Bella, solltet ihr möglichst auf Violent runen und 20 Speed weniger haben, Maximum, als vorher. Heißt, wenn ihr ein 200 Speed Vero habt, ihr runet Vero von Swift erst auf Violent um, wenn ihr 180 Speed auf Violent schafft. Wenn ihr vorher, sagen wir, 190 Speed auf Swift hattet, solltet ihr 170 Speed jetzt auf Violent haben, ja? Deswegen der Sprung von Swift zu Violent ist 20 Speed Maximum Unterschied. Wenn ihr mit Violent es nur auf 150 Speed schafft, lasst es. Das lohnt sich sonst nicht. Und vor allem in Dragons ist, wie gesagt, der Speed sehr wichtig. Deswegen nur, wenn ihr dieses Cap erreicht habt, dann runet ihr um. Ihr macht, wie gesagt, weiter Dragons. Farmt euch diverse TOA-Monster zusammen. Ihr habt dann vielleicht zum Beispiel auch schon ein Mav. Ihr habt, wie gesagt, Spectre schon, weil es auch im Dragons-Team hernimmt und, und. Baretta könnt ihr euch zum Beispiel fusen für TOA-Team auch und, und. Und ihr runet mehr und mehr Runen um auf Violent. Kriegt einen besseren Runenpool. Habt vielleicht auch Revenge-Runen schon für einen Raid-Team oder so weiter. Und ab Dragons splittet sich's dann. Also bis jetzt, sag ich mal, ist für mich so das, wie ihr spielen solltet, ja, finde ich am produktivsten zumindest. Und ab Dragons könnt ihr euch entscheiden. Entweder ihr farmt jetzt ganz viel Violent Rune in Dragons, damit ihr beispielsweise entweder PvP machen wollt, wenn ihr sagt, PvP ist so mein Ding, das möchte ich gerne jetzt angehen. Was ich zwar nicht empfehle, so am Anfang des Spiels, aber könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Plus die Violent Rune bringen euch was in den Necro-Team. Und Necro ist so gesehen der nächste Schritt, den ihr angehen solltet, wenn ihr PvP-orientiert spielen wollt. Wenn ihr nach Dragons PvP-orientiert spielen wollt, ist Necro auf jeden Fall the way to go, weil hier gibt es Vampire-Runes, hier gibt es die Will-Runen, hier gibt es wirklich die sehr, sehr starken PvP-Runen. Allerdings muss man sagen, die andere Option zu Necro nach Dragons wäre Raid 4. Und ich muss sagen, ich finde Raid 4 produktiver. Allerdings müsst ihr entscheiden, was ihr machen wollt. Wenn ihr sagt, ihr wollt PvP-orientiert spielen und ihr habt schon echt gute Runen, und ihr habt noch nicht so gute Runen, sorry. Ihr wollt PvP spielen, habt noch nicht so gute Runen für PvP, aber ihr habt zum Beispiel gute Violent-Runen. Dann könnt ihr Necro machen, weil ihr braucht sehr viele Violent-Runen in Necro dafür, wegen den Boss-Abilities und so weiter. Und macht dann von mir aus Necro. Wenn ihr aber zum Beispiel seid, okay, ich will sowohl im PvP als auch im PvE progressen, und ich habe schon echt einen guten Runenpool, also ich habe schon vereinzelte Runen, die echt stark sind und will diese Runen nochmal verbessern, dann wird es Zeit für den Raid 4-Team. Denn im Raid bekommt ihr diese Grindstones und Enchanted Gems, wo ihr eure Runen so gesehen nochmal power-uppen könnt. Das sind dann hier, wenn diese Runen so eine gelbe Schrift haben oder orange Schrift, sind da sogenannte Grindstones drauf, die den Stat nochmal pushen. Und Grindstones lohnen sich aber halt nur auf Runen, die halt schon gut sind. Ja, ihr braucht keine zum Beispiel auf, was haben wir denn hier? Irgendeine totale Crap-Rune. Zum Beispiel die Rune hier, ja.
Grindstones gehen nur auf den Hauptstats so gesehen, also auf Attack, auf Defense, HP und so weiter. Zum Beispiel hier könnte ich jetzt kein Grindstone wirklich usen. Ich könnte allerdings Attack wegenchanten durch einen Enchanted Gem für zum Beispiel Speed. Ja? Aber ich könnte jetzt hier nichts wirklich grinden in dieser Rune. Heißt, wenn ihr zum Beispiel sehr viele Runen habt, die haben Flat Stats. Oder ihr habt sehr viele Runen, die einfach nicht perfekt sind von den Stats, die ihr haben wollt. Dann würde ich euch raten, Finger weg von Raid, weil Raid ist nur dafür da, gute Runen zu sehr guten Runen zu machen. Es gibt nichts Deprimierenderes, als einen Legendary Grindstone zu bekommen für eine Rune, die ihr nicht habt. Ja, das ist echt traurig. Deswegen, genau. Und wenn ihr auch bei Dragon seid, tut ihr auch dann eure TOA-Monster nochmal neu runen. Wie ich gesagt, habt dann ein Vero auf Violent zum Beispiel. Spectre sollte auf Violent sein. Und ihr progresst TOA, TOA Hard weiter. Und im besten Fall sollte irgendwann dann TOA Hard clear sein. Und so macht ihr eben euren Progress weiter. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst, so schnell Zusammenfassung: Szenario farmen, Szenario durchmachen, Szenario farmen, die Core-Runen farmen für die Core-Monster, Giants 5 machen, die Spare-Runen farmen für Shannon, Giants 5, Giants 6, Giants 7 progressen, ab Giants 7 Veramos effusen, dann nach Veramos Giants 7, Giants 8, Giants 9, Giants 10 machen, ab Giants 10 parallel, beziehungsweise auch schon davor ein bisschen TOA, parallel zu Giants machen, Giants auf unter 2 Minuten bringen von den Runen her, Veramos, Bella, Megan auf ungefähr 200 Speed kriegen, dann den Sprung in Dragons machen, dann TOA 100 schaffen auch oder schon davor, je nachdem. Wenn ihr Lucky Pulse habt, könnt ihr auch schon davor TOA schaffen. Dann Dragons mit einem 3 Minuten Face Team anfangen, das weiter progressen, bis ihr ungefähr so einen 2 Minuten Team habt in Dragons, parallel TOA Hard progressen, dann im besten Fall TOA Hard auch clearen können. Und parallel dann dazu, wenn ihr den Pool an Dragons, Monstern und an Revenge Rune und so weiter habt, ein Raid 4 Team bauen, würde ich empfehlen. Wie gesagt, ihr könnt auch ein Necro Team bauen, wie ihr das haben wollt. Ich empfehle Raid 4 und danach ist es eh dann das, was ihr machen wollt. Ja, deswegen, ob ihr dann Raid 5 Team macht oder ob ihr dann Necro macht oder nicht, liegt bei euch, ob ihr PvP spielen wollt oder kein PvP spielen wollt oder. Ansonsten noch ganz kurz generell gesagt, was lohnt sich, wenn ihr zum Beispiel ein Giants-Team in einer Minute habt oder 1,30 und ein Dragons-Team auch in 1,30? Was sollt ihr farmen? Da die Frage wird auch sehr häufig gestellt. Ich kann beide schnell farmen, ich weiß aber nicht, was ich farmen soll. Macht euch kleine Ziele und farmt das dann, was ihr braucht. Wenn euer Ziel zum Beispiel ist, ihr wollt euren Bernard ganz, ganz, ganz schnell haben, dann macht Giants, weil Dragons bringt euch in Sachen Bernard nicht weiter. Deswegen setzt euch einen Fokus und spammt so lange diesen Kairos Dungeon durch, bis ihr das Ziel erreicht habt. Wenn euer Ziel ist, euren Teo auf Violent zu spielen mit mindestens 190 Speed, macht so lange Dragons, bis ihr das schafft. Ja? Wenn ihr sagt, mein Raid 4-Team läuft nicht so gut, weil ich habe scheiß Revenge-Runen, spammt so lange Dragons, bis ihr ordentliche Revenge-Runen habt und macht es so weiter. Ja? Deswegen immer ein Ziel setzen, nicht mehrere Ziele und vor allem auch ein erreichbares Ziel setzen. Und das dann so lange durchfahren, bis ihr es schafft. Deswegen, ich bin nicht so der Fan davon, so eine Woche Giants, eine Woche Dragons, eine Woche Necro, weil dann kommen so viele verschiedene Runentypen zusammen und letztendlich kommt man nirgendwo weiter, weil man kein vervollständiges Set irgendwo hat. Ja, deswegen, ich empfehle wirklich immer auf eine Sache fokussieren, das abschließen, nächste Sache angehen und weiter und so weiter und so weiter. Deswegen. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, um das zu signalisieren, dass so gesehen das Video für euch hilfreich war. Vielen Dank fürs Zugucken und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Macht es gut. Ciao, ciao.